Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen GTA 5.NET Scripting Tutorial. Und zwar habe ich das hier jetzt mal so angefangen, weil der Eugenius auf GTA 5 Mods ein paar Fragen hatte, weil er das mit dem Native UI nicht hinbekommt und deswegen wollte ich da mal ein bisschen aushelfen. Okay, fangen wir mal an. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal das Script Hook 5 und da laden wir einmal bitte das SDK runter. Zack. So, da wird's auch schon runtergeladen. Gehen wir dann mal auf die nächste Seite. Das Native. Nein. So. Das Script Hook. Da brauchen wir ganz einfach und simpelst das hier runterladen. Ich gehe übrigens einfach mal davon aus, dass ihr Script Hook 5.NET und den Script Hook 5 schon installiert habt bei euch in GTA 5 Scripts. Ordner. Nein, bei GTA 5 im Hauptverzeichnis. Ladet ihr euch einfach den Source Code runter. Dann bei Native UI endlich, da ladet ihr euch dann einfach diese ZIP-Datei runter. So, ich mach das mal eben mit. Zack. Okay, Downloads. Dann haben wir einmal das hier. Kann ich das hier zufällig mal... Ist offen. Jetzt mehrmals. Wow. So, hier haben wir es. Okay, dann gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt noch keinen Ordner erstellt. Das ist übrigens mein anderer Mod. Den hier zeige ich noch nicht. Und hier, das hier zieht ihr dann einfach hier rein. Und dann nennt ihr das, den Ordner jetzt erstmal so, wie ihr wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal YouTube. Oder nein, Native UI to Tutorial. So, zack. Und hier seht ihr einen Ordner namens SDK. Da kommt dann nämlich genau das rein, was wir da auf Script Hook runtergeladen haben. Downloads anzeigen, wo ist das? Downloads, ja vielleicht. So, ich habe mir die Sachen jetzt hier rausgesucht und dann gehen wir jetzt mal wieder hier in unseren, ach du Kacke, Ordner rein. Man sieht, ich bin vorbereitet. Hier, SDK. Da nehmt ihr hier lib und, also library und include und schiebt das da einfach rein. So, fertig. Okay, dann erstellt ihr jetzt erstmal das Projekt. Also ihr drückt hier auf SLN oder CS Project. Dann öffnet sich das auch schon. Müsst ihr jetzt zweimal auf OK drücken, weil das nicht aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Und hier übrigens, das hier ist von NoBoard. Link in der Beschreibung. Bei Quellenangaben wollen wir natürlich machen. Achso, und zu den Downloads gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Okay, wo ist jetzt meine Maus hin? Ah, okay. Also jetzt wurden hier erstmal so ein paar weitere Dateien erstellt. Okay. Dann löscht ihr jetzt erstmal Examples. Erstellt euch eine neue Klasse. Die nennt ihr dann jetzt so wie ihr wollt. Ich nenne meinen jetzt Native UI to Tutorial. So, da wurde es auch schon erstellt. Alles richtig. Hier noch Skript hinzufügen. Dann hier oben noch Using GTA. Using GTA.native. Keine Sorge, fügen wir gleich alles hinzu, was wir brauchen. Using System.windows.forms. Und using native UI. Okay, dann gehen wir jetzt in die Verweise rein, löschen erstmal diesen Verweis und verweisen auf unseren Script Hook. Ich habe meinen im Spielerordner deswegen. Achso, und wir hätten auch gleich auf Native UI verweisen können. Die Native UI DLL, die findet ihr da, wo ihr sie platziert habt. Ich habe meine jetzt in GTA Hauptverzeichnis. Ich kann das ja mal eben ganz kurz zeigen. Hier.
Es gibt zwar das Native UI da. So, das hier ist noch nicht geupdatet. Das kommt noch. Okay, dann haben wir hier jetzt erstmal keine Fehler. Das ist schon mal gut. Okay, dann kommen wir jetzt zum Eingemachten. Ich komme damit selber nicht klar, deswegen habe ich hier selber nochmal den Code offen. Und ich habe das so klein, damit ich halt auch gucken kann, ob hier denn noch alles läuft an Aufnahmen. Und deswegen wundert euch nicht, dass ich das so gut kann. Ich bin da eigentlich nicht so wirklich, wie soll ich sagen, gut drin. Okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Bool. Den nennen wir Mod Enabled. Und der ist vorerst auf False gestellt. Also der Mod ist nicht an. Gut, dann machen wir jetzt einen Private Menu Pool. Dieser Menu Pool, der wird per Native UI hinzugefügt und nennen den einfach Menu Pool. Okay. Dann machen wir jetzt eine Funktion oder eine Methode. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube Funktion, ne? Add Menu Mod Switch UI Menu Menu. Dann jetzt hier erstmal eine neue Variable deklarieren. Var new item gleich new UI menu. Checkbox item. Dann geben wir dem hier einen Namen. Und zwar, ja, toggle on off. So. Dann speisen wir hier mod enabled rein. Und die Beschreibung ist: Here you can toggle your mod on or off. Könnt ihr auch auf Deutsch schreiben, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr hinterher irgendwie eine XML-Datei machen, wo dann halt die User ihre eigene Sprache reinpacken. Und dann macht ihr noch eine XML-Datei, wo die User dann halt die Sprache auswählen können. Okay. Wo war ich? Ach ja. Menu.addItem. Denn wir müssen es ja noch hinzufügen, dieses Item zum Menu. Okay, dann brauchen wir jetzt halt etwas, um herausfinden, ob sich diese Checkbox denn verändert hat. Wir könnten jetzt Tab drücken, allerdings empfehle ich das nicht. Ich empfehle das so zu machen, wie es da steht. Okay. Zack. Mod enabled gleich checked. Können wir hier so ein Notify machen, der dann halt sagt: Native UI Tutorial activated. N bedeutet Neoline, G bedeutet grün. Damit ihr nur mal Bescheid wisst. Natürlich können wir ja auch so eine kleine Abfrage machen. Dann halt hier noch deactivated hinten. Deactivated. Und das wollen wir dann natürlich in Rot, weil wir wollen, dass die Nutzer das auch benutzen. Also den Mod, ja. Okay, Menu Mod Switch haben wir fertig. An sich braucht man auch nicht mehr, um Items hinzuzufügen. Aber um zum Beispiel eine Liste hinzuzufügen, machen wir das Ganze einfach so: Public void add menu text. Mache ich jetzt einfach mal. So, text gleich new list dynamic. Ups. Agat. So, zack. Da machen wir dann jetzt einfach Hello. Hi.
Hey. How are you? Fragezeichen. So. Und da machen wir dann jetzt halt einfach so. The new item gleich new. New. UI Menu List Item. Nehmen wir jetzt ganz einfach nur Texts. Texts 0. Beschreibung. Say the selected text. Menu.addItem new item. Menu.onListChange plus gleich. Also wir könnten onListChange machen oder onItemSelect. OnListChange, dann führt er das jedes Mal aus, wenn man jetzt halt irgendetwas anderes auswählt. Also wenn man es von Hello zu Hi, von Hi zu Hey switcht und sowas, dann merkt er das dadurch. Wenn wir allerdings OnItemSelect machen, dann bemerkt er das, wenn wir Enter drücken. Ich habe vergessen, was da hinkommt. Ganz kurzen Augenblick. Index, genau, genau. Okay. Da machen wir dann jetzt zum Beispiel einfach nur UI. Show Subtitle. Ja. Item.text. Okay. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Ach, wartet mal. Wir brauchen ja noch eine. Wie lange das denn angezeigt werden soll. Ich mache einfach mal. Ich weiß gar nicht. Sind das Sekunden oder Millisekunden? Ich mache einfach mal ohne. Ist ja einfach nur eine Überladung. Also viel schief gehen kann da eigentlich nicht. Okay, dann kommen wir jetzt hier zum letzten bisschen, was wir brauchen. Public Native UI Tutorial. Da kommt übrigens, also hier, der Name ist das hier oben, falls ihr das nicht wusstet. Okay, zack. Menu Pool gleich New Menu Pool. Ups, Pool. The Main Menu gleich New UI Menu. Native UI Tutorial. Bei Shadow TV. Menupool.addMainMenu. Ups. MainMenu. So. AddMenuModSwitch. MenuPool.refreshIndex. Okay, dann müssen wir hier jetzt erstmal noch MainMenu und MainMenu. Tick plus gleich O E MenuPool.processMenus. Key down plus gleich O E if E Punkt Key Codes gleich Keys Punkt F. Puh, keine Ahnung, 7.
und nicht. Menu pool Punkt is any menu open. Dann soll er das halt sichtbar oder halt nicht sichtbar machen. Okay. Hier wechselt er das dann halt zwischendurch immer wieder ab. Also, wenn man diese Taste betätigt und kein anderes Menü offen ist, dann, wenn das sichtbar ist, dann soll das nicht sichtbar gemacht werden. Wenn das nicht sichtbar ist, wird das sichtbar gemacht. Ah, okay. Hier für diese Tastensachen, da braucht ihr Windows Forms für. Um das mal im Sinne gesagt zu haben, weil bis ich das kapiert habe, hat auch ein bisschen gedauert. So wisst ihr dann schon mal Bescheid oder Beschisse. dann testen wir das Ganze jetzt noch. Am besten erstmal in den Eigenschaften ein bisschen was umstellen. Hier könnt ihr dem Ganzen einen Namen geben. Tutorial. Speichern, nicht vergessen. Steuerung S. Erstellen. Erstellen tun wir das dann im GTA Scripts Ordner. Speichern. Okay. Erstellen. Erstellen. Erstellen gestartet. Ach, wartet mal eben, ganz kurz. Damit wir auch sicher gehen können, dass es auch funktioniert. Native UI Tutorial. Started successfully. Zack. Und nochmal erstellen. Zack, fertig. Okay, dann gehen wir jetzt hier ins Spiel. Okay. Einfügen zum Neuladen. Und es gibt einen Error. Gut, dann wissen wir darüber schon mal Bescheid. Öffne ich bei mir. Das Paint.net. Ach, Paint.net. Notepad++. Okay, hier gibt's nichts. Ach, das ist das Problem. Bevor ihr das bildet, bitte hier einmal false bei lokale Kopie, bei Native UI und bei Scripthook5.net auch. Weil sonst mault der rum, ey, da ist doch der Scripthook drin, das mache ich nicht. Das würde zu lange dauern, erstens. Und zweitens wird das wahrscheinlich zu einem Crash führen. Okay, hier ist unser Mod. Starten wir das nochmal. So, Native UI started. Und Universal Car Key. Okay, jetzt haben wir ja die Taste F7. Und hier ist es. Ups. Moment. Natürlich will ich das auch richtig stellen, sodass ihr hinterher nicht sagen könnt, ey du Arsch, du hast Scheiße gebaut. Okay, so geht das. Na gut. Lass uns halt einfach mal so stehen. Und das soll es dann jetzt halt auch erstmal gewesen sein für die Implementierung eines Native UIs in den eigenen Mod hinein. Und wir haben das hier noch gar nicht verwendet, fällt mir gerade auf. Okay, dann mache ich das mal eben ganz kurz. If mod enabled, dann macht das hier, zack. So, ist nicht hier enabled, also jetzt aber. Okay, das funktioniert ja schon mal super. So, also dann, wir sehen uns dann im nächsten Part und ich denke mal, ich zeige euch dann halt, wie man denn eine XML-Datei dann mit einfügt. Naja. Bis auf jeden Fall zum nächsten Mal.